Willkommen zur dritten Folge, woanders vegan probiert. Wir haben es letztes Mal versprochen, dass heute gebrutzelt wird und es wird gebrutzelt. Wir haben 5 Produkte und 3 davon sind Fleischersatzprodukte. Vielleicht starten, oder? Eigentlich sind es 4 Fleischersatzprodukte, aber das 4. zeigen wir euch nur, weil ihr wisst später, warum wir es irgendwann nur zeigen. Genau, ich würde sagen, los geht's. Wir haben Hunger, wir haben noch nichts gegessen, es ist Mittag. Ja, unser Mittagessen praktisch. Los geht's. So, ich möchte mit der Algenwurst anfangen. Dann fang du mit der Algenwurst an. Und zwar haben wir das auch im Globus. Wir haben noch viele Globus-Produkte. Viva Maris? Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Aber es sind nicht so viele Algen drin, ne? Es sind 3% Algen drin. Ohne Gluten, ohne Soja, Hefe, Lupin und ohne Palmöl. Hauptsächlich Stärke und Erbseneiweiß. Die Alge ist sehr gering. Aber wir sind sehr gespannt. Algen ist, glaube ich, der neueste Trend. Es sieht aus wie so eine normale Standardwurst, wie man sie seit Jahren irgendwie kennt aus der veganen Welt. Ja, es riecht doch wie diese normalen, ich sag mal, Sojawürste, die man so kennt. Ja. Guten Appetit. Oh, sie sieht schon interessant aus. So leicht gelblich. Ich finde den Geschmack gar nicht schlecht. Es ist ein bisschen neutral. Aber es ist auch eine Currywurst. Die bereitet man wahrscheinlich auch anders zu, weil man nicht nur angebraten hat mit Soße. Die Konsistenz ist so ein bisschen... Ich muss sagen, ich finde die Konsistenz da nicht so schlecht. Nee, ich finde die auch gut, aber es erinnert mich das. Doch, es kommt irgendwie so einer Bratwurst, also nur eine Currywurst, aber so einer Wurst schon sehr nah. Es hat auch so ein leichtes Röstaroma, kann man das so sagen? Mhm. Also wenn man es so zubereitet wie eine Currywurst, ist es, glaube ich, ideal. Mhm. Es ist relativ neutral, ist von der Konsistenz eigentlich ganz gut, ist ziemlich fest. Und es ist perfekt. Auf jeden Fall gute Sachen drin und schmeckt dafür gut. Ja, vielleicht auch gar nicht schlecht tatsächlich. So, machen wir weiter mit den Curryspießen, oder? Ja. Komm. Ich glaube, viele kennen es wahrscheinlich schon. Der Aldi stockt ja auf. Und es ist von dieser Wonder-Edition. Sind das denn das Neue? Es gibt den in Hot und das ist jetzt Curry, ne? Das ist Curry. Und Curry ist neu. Jetzt für die Grillsaison. Barbecue Time. Gespannt. Ich finde die Sachen gar nicht schlecht, obwohl die... Ich habe mal einen Bericht gelesen. Sind nicht so gut getestet. Da, ne? Was ist da? Mineralöl oder? Ja, irgendwie sowas drin ist. Mm. Alright. Okay. Sehen auf jeden Fall lecker aus. Oh. Mm. Also die Fleischstruktur hat's, oder? Mhm. Ich finde, das ist auch sau lecker. Ja, geschmacklich ist das echt gut. Auch die. Ja, doch, das sieht schon krass aus. Mhm. Curry so ein bisschen, das ist so ein Chutney oder so drum wahrscheinlich. Das schmecke ich jetzt ehrlich gesagt fast gar nicht. Mhm. Aber ne, ist ja lecker. Aber, ich glaube, gegrillt kann ich mir das auch richtig gut vorstellen. Ja, echt lecker, ne? Oh. Und der Preis ja sowieso, ich glaube 2,79 € für die Packung. Mhm. Wie viele Kalorien haben die? Ist viel? 224 auf 100. Ja, dann ziehen wir das Grillgedöns durch, oder? Wir haben nämlich noch einen und da bin ich ein richtiger Fan, glaube ich, von der Marke. Wir haben jetzt in dem Fall, sind das, oh Gott, wie nennt man es nochmal? Chivapchichi? Ja. Die Marke heißt Amidori. Und ich habe eben noch ein bisschen drüber gelesen, das ist echt cool, die achten. Also das besteht hauptsächlich erstmal aus Erbsen. Man hat auch Hafer und so, also sehr natürliche Produkte und arbeitet noch mit der Landwirtschaft zusammen. Also ich glaube, das Unternehmen ist echt ganz cool, ist auch ein deutsches. Cool. Ja, ich muss auch sagen, das hatte die Konsistenz von so einem Beyond Meat Burger oder so, bevor man ihn anbrät. Mhm. Also es scheint in die Richtung zu gehen. Ja, dieses rohe, dass man so dieses rohe Hackfleisch, was momentan auch so... Genau, aber nicht von so einem Großkonzern, sondern von vielleicht einem Konzern, der ein bisschen mehr darauf achtet. Sieht natürlich immer witzig aus. Ich muss sagen, also mir schmeckt das natürlich gar nicht, also ich glaube, das ist überhaupt gar nicht nach Chivapchichi schmeckt. Hm. Muss es jetzt bei mir auch nicht. Ich glaube aber, dass Leuten, die das noch nie gegessen, also die noch nie so Ersatzprodukte und auch vielleicht nicht vegan leben, das nicht schmecken wird. Da ist so ein gewisser Nachgeschmack. Ich finde die Konsistenz sehr, sehr gut. Mhm. Aber wie gesagt, der Geschmack ist, ja, du hast recht, das ist nicht jemand, der normal Chivapchichi isst und da einen Ersatz sucht, der wird damit nicht glücklich. Also ist jetzt nicht so, dass es versucht, an so einen Geschmack, an den Geschmack von Fleisch ranzukommen. Nee. Ja, aber die versuchen es ja trotzdem immer, sonst würden sie es ja nicht so vermarkten. Ja, aber auf jeden Fall der Mühle macht es ja wesentlich krasser. Hat halt auch viel mit Forschung zu tun, glaube ich, ne? Also, aber ich finde die sau lecker. Ja, ist gut. Außerdem ist das von den Kalorien super. Also, für die vegan lebenden Menschen, die so ein bisschen drauf achten, wo die Sachen herkommen, für was das Unternehmen steht, sehr zu empfehlen. Oh, am besten so richtig für die Kamera. Kann man auch online bestellen, weil bei uns in der Gegend kriegen wir das auch nicht. Nee. Jetzt würde ich sagen, kommen wir noch zu diesem einen Ding, was wir jetzt hier nicht zubereiten wollten, weil
Das macht jeder unterschiedlich. Jetzt seht ihr auch warum. Das sind diese, wie nennt man das? Die trockenen Ersatzprodukte, die man erst einweichen muss. So Granulat, einfach trocken, Soja. Genau, aber das Geile ist halt, ich habe das immer in meinen Videos gesehen, diese Big Stacks, also diese großen. Und das habe ich schon überall, also das überall gesucht. Ich war eigentlich kurz davor, mir das online zu bestellen. Als wir dann im Globus waren, haben wir es gesehen. Das ist jetzt von Fantastic Foods. Hallo, geht doch auf. Ja, wir wollten es euch einfach zeigen, weil ich weiß nicht, zubereiten macht irgendwie keinen Sinn. Man weicht das ein und dann dreht es jeder selbst an, wie man es möchte. Aber ich finde es sau cool, dass man das mal so groß bekommt und nicht nur ein Granulat. Ja. Finde ich saugeil. Ich finde es auch noch ein bisschen untalentiert, so Sachen richtig zuzubereiten, dass es auch richtig geil ist. Das ist aber der Vorteil, weil Menschen, die das gut können oder mal gelernt haben, wie man das macht, da hat man natürlich viel mehr Spielraum, was so das Einlegen, das Marinieren angeht und so. Da kannst du halt damit echt viel machen. Super. Das stimmt. Jetzt kommen wir noch zu dem letzten Herzhaften, sage ich mal. Ich muss gestehen oder wir müssen gestehen, dass wir den schon kennen. Ja. Aber das ist der Hirte, ne? Es ist der. Genau, aber es ist wirklich geil. Also wir haben hier den von Better, den Hirtenkäse. Praktisch wie, ja, wie nennt man das? Diesen griechischen Feta. Ja. Feta-Käse, Feta. Aber den gibt's noch mit Kräutern, ne? Das genau, ist jetzt der Originale. Kräuter schmeckt beides, glaube ich, ein bisschen gleich. Aber ich sag's euch, kauft euch den. Bis jetzt habe ich auch noch keinen anderen probiert. Lol. Der schwimmt immer in so einer Salzlake. Selbst meine Mutter sagt, es schmeckt eigentlich so gut wie Feta-Käse. Ich weiß auch nicht, wie die das hinbekommen, ganz ehrlich. Ich auch nicht. Ist natürlich, ich glaube, nachdem wir uns mit dieser Käsefrau unterhalten haben, natürlich nicht gesund. Mhm. Weil es nur als Kokosöl da steht. Einfach viel gesättigtes Fett. Bald von Kokosöl. Aber. Oh. Ja, ich hab den ganz lange nicht gegessen. Ich muss sagen, das ist echt. Das ist echt lecker. Und der Geschmack, ich weiß nicht, wie das möglich ist, dass es an Feta-Käse so rankommt. Mm. Und du machst dir das auf den Salat und so, ne? Mhm. Dafür ist es perfekt. Das ist der neueste Trend, das ist ja auch einfach Tomaten und dann in der Mitte so einen Block Käse reinzumachen. Geht ja auch. Und der verläuft auch ganz gut. Wir hatten den schon beim Grillen in so einem Alu-Ding mit Gemüse zusammen und da ist echt lecker. Das kann man empfehlen, auch zum Grillen. Also passt daher auch zum Grillen sozusagen. Ja, also ich kann das wärmstens empfehlen. Richtig geil. So, jetzt kommt noch. Käseliebhaber wie mich. Jetzt kommt noch was Süßes. Da freust du dich jetzt schon die ganze Zeit drauf, ne? Ja. Das habe ich. Oh, hier sind eh schon genug Flecken drauf. Super, schön Salz. Das habe ich gestern im Rewe gefunden, bei uns hier in Rüdesheim. Gibt es auch jetzt überall. Und zwar von Alpro das Pistazienmus. Wahrscheinlich haben die auch noch andere Sorten, ich weiß es nicht, aber der Reva hier hatte jetzt Sorte Pistazien, Kokos-Schokoladensoße. Und die ist auch immer das Gute, der Nutri-Score ist auch C, ist gar nicht so schlimm. Ja, C ist schon, naja. Egal, ist halt ein Dessert, aber dafür ist die Portion ziemlich klein, oder? Ja. Ich weiß auch nicht, ob das, aber ich fand das sau cool, als ich das gesehen habe, weil unser Rewe ist eigentlich richtig scheiße, was das angeht. Oh, ich freue mich richtig so. Jetzt lege ich das alles zusammen. Oh, hier, komm. Ach, das ist verschiedene Schicht, oder? Das ist unten ist. Sag mal, du hörst mir auch nicht zu. Ich habe doch eine Kokos-Schokocreme noch. Ich dachte, das wäre halt alles drin. Ja, das will so ein bisschen edel schmecken. Das will so ein bisschen nach Praliné oder. Also, unten ist relativ herb. Die Schokolade ist relativ herb. Was hast du gesagt? Praliné? Ein Praliné. Ja, so. Kennst du nicht so Trüffel, die man mal isst oder so? Mozartkugeln? Ja, wie gesagt, ich habe noch nie Trüffel gegessen. Nein, Trüffel, nicht die Pilze. Also, keine Frage, es ist lecker. Es ist sehr süß. Der Schokogeschmack tritt in den Vordergrund. Konsistenz ist gut. Ja, das ist alles, also geschmacklich und so, echt gut. Ist nur mein persönliches Ding. Ich fand tatsächlich den Ehrmann-Joghurt, ich weiß auch nicht. Ich glaube, weil es das erste Mal nach langer Zeit ist, dass ich sowas gegessen habe. Den Pudding meinst du, ne? Achso, ja. Hat für mich mehr den Wow-Effekt gehabt. Und ich bin halt auch nicht so der. Der Joghurt. Nee, aber wer auf sowas Süßes steht und auf sowas Kleines, kann man auch empfehlen. Ja. Und ist auch. Gut, lässt sich jetzt drüber streiten, ob 1,49 teuer ist für die zwei. Ich find's nicht. Es geht.
Es geht. Für Alpro-Verhältnisse ist es in Ordnung. Also so teuer ist Alpro jetzt auch nicht. Naja, das war's aber mal wieder. Ein Schmankerle, leckere Schmankerle aus den Supermärkten dieser Welt. Ich wüsste gerade, was ist dein Favorit? Ich fand Grillspieße sehr gut. Ich würde dann sagen, der Feta-Käse, dann die Algenwurst, dann die Cevapcici und irgendwo dazwischen muss ich jetzt natürlich meinen. Komm, erst mal. Hier, so. Alright. Das ist es. Das ist deine Was Einfrage. Für dich? Ich kann mich ehrlich gesagt nicht entscheiden. Obwohl ich, kann man zwei erste, weil für mich ist, also wenn man mal jetzt so an die Ersatzprodukte das, auf diese beiden auf eins, das auf zwei, Käse das. Okay. Käse könnte theoretisch auch auf eins sein, aber weil ich den schon kannte, ist wie gesagt total geil. Das nächste Mal in der vierten Folge gibt es natürlich wieder neue 5 Produkte, die wir vorstellen. Und wen das interessiert, der schaltet das nächste Mal wieder ein und abonniert am besten den Kanal, weil dann verpasst ihr nichts mehr. Genau. Das ist ein Riesenvorteil. Und lasst es euch immer schmecken. Macht's gut. Ciao. Schielefeld.